Der Schweizer Wochenrückblick. Heute Problem-Yeti am Hochibrig. Muss er verwahrt werden? Problemkinder, sollen sie schwule Eltern selbst wählen? Gott hat Problem. Stell dir vor, es ist Eröffnung und niemand geht hin. Das Parlament diskutiert die heikle Kindsadoption für Schwule. Bisher wählten Kinder vor allem Heteros als Eltern, weil Kinder es einfach nicht besser wissen. Dann bestrafen Sie doch nicht das Kind dafür. Das Kindeswohl wird noch stärker in den Fokus des Gesetzes gestellt. Darum sieht das Gesetz neu vor, dass Waisenkinder selbst wählen können, zwischen Hetero- oder Homo-Eltern. Weißt du, was finde ich mir auf dem Geburtstag? Ich will zwei schwule Papi adoptieren. Weißt du, weil der Janis von meinem Kind gibt, er hat zwei schwule Papi und hat gesagt, das ist viel besser. Also beide können kochen, also Ziegennuggets. Und wenn du zutten willst, hast du zwei Papi zum Zutten. Bei mir sagt Mami immer, ich habe keine Zeit, muss abwarten. Aber wenn du zwei Papi hast, muss ja auch ein Papi abwarten. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht! Das gibt's doch gar nicht! Das ist doch nicht möglich! Ganze Wagenladungen von Kindern werden nun für die Schwulenadoption bereitgemacht. Und die Kinder freuen sich überschwänglich. Und ihr seid die Klasse, die dort am 1. Juni statt Schule mitfahren darf. Wie ist das? Weißt du was? Wenn ich zwei Papi habe, dann komme ich mehr Sackgeld über, weil Männer verdienen mehr als Frauen. Und wenn der Zastin wieder gemein ist mit mir, sage ich, hör auf Zastin, sonst kommen meine zwei Papi dich zusammenzulassen. Im Hochibrig wurde eine sensationelle Entdeckung gemacht. Ein Yeti. Zwar zweifeln die Experten noch an, dass es sich um den berüchtigten Schneemenschen handelt. Das würde mich sehr überraschen, weil wenn man schaut, wo die letzte Sichtung war, die war im Kanton Graubünden. Ich bin natürlich verschrocken und dachte, ich muss wählen, schon wieder jemanden suchen. Natürlich habe ich gewusst, dass es das gibt, aber nicht wie, wo. Das Wo ist nun bekannt. Eine Bauernfamilie am Hochibrig will den Yeti genau gesehen haben. Bei mir ist wirklich jetzt Herz stehen geblieben. Ich dachte, das gibt es gar nicht. In der Hütte fühle ich mich eigentlich eher noch sicher. Als ich das gesehen habe, gehört habe, war für mich klar, dass das eigentlich eine neue Form von Delikt ist. Die Politiker debattieren noch. Muss der Problem-Yeti verwahrt werden? Dass jetzt am helllichten Tag das passiert wird. Es ist natürlich ein neues Phänomen. Wir müssen einfach mal ein Exempel statuieren. Und das kann doch jetzt nicht sein, dass praktisch jede Frau muss zittern. Und da dürfen wir einfach nicht auf Gesellschaft loslassen. Der Papi von Janis, weißt du, wo es wohl ist? Der hat so viel Haar am Lücken wie der Yeti. Der Yeti hat auch wohl. Wenn ich jetzt daran denke, ja, dass ich jetzt nächste Woche da wirklich weg von der Hütte, wirklich an den Bach nahe, so ein bisschen in die Wälder raus, in die Gebüsche rausgegangen, ja, habe ich kein gutes Gefühl. Sie outet sich. Sie zeigt Gefühl. Untersuchungshaft wird nur angeordnet, wenn es einen speziellen Grund gibt, nämlich insbesondere Fluchtgefahr. Noch ist der Yeti auf der Flucht. Aber hatte diese flüchtige Begegnung mit dem sogenannten Schneemenschen wirklich Hand und Fuß? Die Schweiz hat den Tunnelblick auf den Gotthard geworfen. Zusammen mit ihren schwulen Eltern durften Kinder die Eröffnungszeremonie inszenieren. Ja, wir haben den längsten der Welt. Nur auf der italienischen Seite ist man noch nicht so weit. Die größten Probleme auf unserer Seite sind technische. So stießen wir auf Probleme bei einigen Felsen. Die Felsen, die auf unserer Seite der Gotthard genannt werden. Doris Leuthard ist froh um jeden Beitrag an unsere hohen Investitionskosten. Ich möchte Sie darum alle ermuntern, jeder so viel wie er kann spenden. Ich spende jetzt gerade hier auch mal 200 Franken, das ist ein Start. An der Eröffnung machte Doris Leuthard den Ausländern Angst, dass sie dank der kürzeren Reisezeit nun viel öfter auf der Matte stehen werde. Ja, ich bin jetzt eure Nachbarin und komme jetzt einfach jeden Tag vorbei schauen, ob er richtig tun. Obwohl unsere Verkehrsministerin eine liebe Einladung sandte, haben die höchsten Vertreter der EU ihre Teilnahme abgesagt. Wir schalten nun live nach Brüssel. Hallo! Eigentlich wollten wir den Präsidenten der EU interviewen. Ja, Herr Juncker hat keine Zeit für Sie, leider. Aber wir haben auch erst letzte Woche erfahren, dass ihr einen so großen Tunnel macht, weil für uns seid ihr Schweizer eher so ein bisschen mignon, herzig, lieblich. Und wir haben gedacht, das Tunnel ist auch eher so ein bisschen klein. Und wir haben nicht gewusst, dass ihr so ein großes Loch bohrt. Warum sind Sie dann nicht kurzfristig noch gekommen?
Aber Person, niemand kennt von uns den Weg von Brüssel in die Schweiz, ist auf keiner Roadmap, auf keiner Karte verzeichnet. Und Monsieur Juncker hat dit, also der Herr Juncker hat gesagt, wir wären gerne gekommen auf den bilateralen Weg, aber den habt ihr ja verstopft mit euren Immigranten, mit euren Masseneinwanderern. Ja, auch im Namen von Monsieur Juncker wünschen wir euch nun ein schönes Fest mit dem Loch, das ihr euch mitten in Europa gegraben habt. Alors donc, bonne nuit. Ja, gute Nacht.